Pressekonferenz nach dem Hessen-Liga-Spiel TSV Steinbach gegen 1. FC Eschborn. Endergebnis 2:2 unentschieden. Ja, in guter alter Sitte. Wir haben beide Trainer da, Herrn Adam und Herrn Cestonaro. Und ja, dann möchte ich dem Trainer der Gäste das Wort übergeben. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal schönen guten Tag alle zusammen. Für uns war heute klar, dass wir eigentlich den positiven Trend der Vorbereitung, aber auch der ersten zwei Pflichtspiele fortsetzen. Auch wenn es natürlich heute gegen Tabellenführer ging, wollten wir hier was mitnehmen. Und ich glaube, wir hatten auch unsere Vorgaben gut umgesetzt von Beginn an. Es hieß eben, nicht allzu großes Risiko, ja, den Gegner ein bisschen empfangen, mit Pressing. Und die Ordnung, die war gegeben, die war da. Und dann eben immer wieder auch mit unseren schnellen Leuten auf Konter gehen. Und ich glaube, alle konnten sehen, dass wir dieses, wie gesagt, dafür umgesetzt haben, dass wir auch sehr gute Ballstaffetten drin hatten, ja, fußballerisch eine gute Qualität heute hatten, im Spiel nach vorne getragen und hatten dann schon ein, zwei, drei ganz gute Möglichkeiten. Wichtig aber war eben, dass wir selbst keinen Konter bekommen, in keinen Konter geraten. Leider Gottes ist es dann ja, beim 0-1 eben so passiert, dass wir vorne den Ball verlieren, nicht zum Abschluss gekommen sind. Und trotz allem waren wir noch in Überzahl hinten eigentlich beim Tor und haben uns natürlich nicht so gut angestellt. Das kann man besser lösen. Aber klar gehst du dann so mit 0-1 Rückstand in die Pause, aber ich glaube, dass die Jungs wussten, okay, dass heute hier was drin ist, wenn wir so weiter agieren, wenn wir nochmal einen draufsetzen können und jeder hat dann geglaubt, eben das Spiel noch umzubiegen. Aber wir haben dann, die kamen nicht so gut aus der Halbzeit hier raus, die ersten Minuten gegen Klagensteinbach. Da hatte der Zwar Steinbach zwei richtig gute Chancen gleich zu beginnen. Wichtig ist dann in so einer Phase, dass du dich wieder findest. Und das haben wir getan. Wir waren dann nach 10 Minuten wieder ganz ordentlich dabei, haben vieles wieder besser gemacht und kamen dann selbst auch wieder zu den 1, 2, 3 Befreiungsschlägen, Spiel nach vorne. Und haben dann in der Phase auch nicht mehr ganz so viel zugelassen. Es war dann ein relativ ausgeglichenes Spiel und ist das passiert, was nicht passieren sollte. Auch ja, das 2-1 Gegentor, wo wir eigentlich ganz vorne den Ball haben. Weiß nicht, warum wir den Ball zurückspielen. Ja, da geht's los. Ich sage immer wieder, da in dieser Zone, da gibt es keinen Rückpass mehr, da müssen wir vertikal spielen. Da bringen wir den Tim Tilger in die Bredouille rein, der verliert einen Zweikampf und ja, dann kommt eben ein Ball in die Tiefe und auch da können wir es besser lösen. Ist aber passiert und dann ist halt nochmal wiederum sehr wichtig, willst du jetzt nochmal als Mannschaft, glaubst du nochmal daran oder lässt dich eben abschießen? Und sicherlich haben wir in der Phase nach 2-1 dann schon Glück gehabt, ein oder andere Konter, den Steinbach nicht final ausgespielt hat, dass sie nicht das Dritte gemacht haben. Das brauchst du eben immer, das Glück, ja, ein bisschen auf deiner Seite. Und aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben auch dann auf freie Kette umgespielt, wir haben dann alles versucht, offensiv reinzuhauen. Glaube ich, eben haben wir uns dann gewehrt und eine gute Körpersprache weiterhin gehabt und alles daran gelegt, hier zumindest noch diesen Punkt zu klauen. Und das haben wir dann, na klar, vielleicht mit einem strittigen Elfmeter. Das sind Situationen im Fußball, wo wir jeden Samstag auf der Couch sitzen und diskutieren darüber, ist es Hand, ist es keine Hand. Ja, heute wird zu uns gepfiffen, ja, ein anderer hat es nicht gepfiffen, mein Gott, so ist das Ganze. Und für uns dann eben ja, auch unser Goalkeeper Rudi Hübner, der in einer langer verletzten Serie dann reinkommt, macht beide Kisten. Das weiß natürlich die Mannschaft auch, das gibt der Mannschaft auch ein bisschen Ruhe, ja, so einen Stürmer dann zu haben, der so ein Spiel dann auch nochmal heute, ja, dann entscheidet, dass wir eben diesen Punkt mitnehmen und das ist wichtig, dass wir eben so einen haben, aber ich sage mal, die ganze mannschaftliche geschlossene Leistung heute will ich hervorheben und loben, das haben wir in den letzten Wochen gezeigt, das war unser Ziel in der Vorbereitung, das zu schaffen, weil das haben wir schon immer gut gemacht in der Vorrunde und da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Ja? Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden, ich wünsche euch allen noch eine gute Runde, schönes Wochenende und ja, vielen Dank für das emotionale, aufregende, aber trotz allem faire Spiel. Ciao. Ja, vielen Dank für die lückenlose Analyse. Da bleibt mir gar keine Rückfrage mehr übrig.
Peter, dann von deiner Seite, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Ja, ist schon alles gesagt worden, Dankeschön. Tschüss. Also, brauche nicht mehr, denke ich, allzu viel zu sagen. Wir haben es einfach nicht verstanden heute, nach einer Führung, nach dem 1-0 und dann auch vor allen Dingen nachher nach dem 2-1 einfach so den Deckel drauf machen. Ja. Das war heute so das Entscheidende. Wir haben in der zweiten Halbzeit Möglichkeiten gehabt und waren da nicht so, naja, ich sag mal, ganz konzentriert oder der letzte entscheidende Pass hat dann gefehlt, ist nicht angekommen. Und da musst du das eine oder andere Tor machen. Wenn wir dann und erhöhen auf 2-0 oder dann nachher nach 2-1 auf 3-1, ich denke, dann wäre das Spiel durch gewesen. Aber so ist ja immer klar, wenn ein Tor ist, dann ist das Spiel ganz knapp und dann kann der Gegner immer noch was machen. Wir sind auf eine gute Mannschaft getroffen, das wussten wir. Ja, und das hat das Spiel einfach wiedergegeben. Das war natürlich dann, naja, sag ich mal, ein bisschen unglücklich jetzt hier noch einen Elfmeter bekommen. Oh, waren so ein paar Entscheidungen, die waren nicht ganz okay, weil bei uns auf der Seite, wo es dann hier weiterging, wo abseits war und auf der anderen Seite war im Grunde genommen genau die gleiche Szene. Also das ist dann alles schon immer ein bisschen bitter, aber gut, das müssen wir hinnehmen, das ist im Fußball so. Wir müssen weiterarbeiten und das wird noch ein harter Weg. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für die super Analyse. Ich möchte der Presse noch die Möglichkeit geben, noch irgendwelche Fragen. Das sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich für die guten Aussagen der beiden Trainer. Wünsche beiden noch viel Glück für die weitere Runde. Und dann eine gute Einfahrt auch für euch nach Eschborn. Macht's gut. Tschüss.